Hallo, hier ist der Daniel und ich möchte euch heute kurz zeigen, wie ich meine Wassertropfenaufnahmen früher gemacht habe. Und zwar damals, als ich begonnen habe, als ich noch komplett ohne irgendwelche teure Technik oder irgendwelchen Steuergeräten die Tropfenaufnahmen gemacht habe. Im Prinzip ist der Aufbau ganz simpel. Hier die Kamera, hier ein Wasserbecken und dahinter ein Blitz, wobei der Blitz eben durch diese Acrylglasscheibe, die eine Opalweite ist mit 45% Lichtdurchlässigkeit, dann eben das Licht ganz weich macht und eben hier auf das Wasser reflektiert. Die Tropfen kommen dann hier von diesem Infusionsset. Das ist ein ganz normales Infusionsset, wie man es normalerweise in jeder Apotheke bekommt oder auch in einem Krankenhaus. Und ich habe jetzt hier eben mal diese Schraube hier hingestellt und versuche eben jetzt mit das Infusionsset eben hier so auszurichten, dass der Tropfen exakt hier drauf trifft. Ich habe jetzt selber auch schon seit einer Ewigkeit keine solchen manuellen Aufnahmen mehr gemacht, weil ich halt nur mehr mit dem Steuergerät diese Aufnahmen mache. Und ich bin selber schon gespannt, ob ich es schon verlernt habe oder ob ich noch einen Tat zusammenbringe. Die Kamera löse ich dann mit einer Hand mit diesem Kabelauslöser aus und die Kamera, die löst mir dann über den Yangnao Funkempfänger, löst mir dann eben diesen Blitz hier herüben aus. Dieser hier ist ebenfalls mit dem Yangnao Empfänger bestückt und wenn ich eben jetzt hier ein Foto mache, dann blitzt eben der Blitz hier mit. Das wäre im Prinzip dann auch schon der ganze Aufbau und das Setup. Ich habe jetzt hier bewusst nur einen Blitz gewählt, weil die meisten haben ja nicht gleich 4, 5 oder 6 Blitzer zu Hause, wenn sie mal beginnen. Und dann möchte ich euch jetzt mal zeigen, was eben mit genau diesem einen Setup prinzipiell möglich ist. So, hier könnt ihr jetzt noch das Infusionsset sehen. Ich habe es jetzt hier einfach mit einem Haken an die Decke gehängt und dann geht es eben hier runter. Hier habe ich dann so eine Schleife gemacht, damit der Schlauch nicht zu lang wird. Und dann geht es eben hier runter und das Blaue hier ist ein Dosiergerät. Das kann man eben jetzt hier aufdrehen oder zudrehen und je nachdem tropft es eben dann schnell oder langsamer raus. Der Abstand von der Düse bis zur Wasseroberfläche beträgt jetzt hier genau 45 cm. Als erstes richte ich jetzt mal die Kamera aus. Jetzt mache ich mal ein Testfoto. Ja, jetzt sieht man hier auch schon die untere Beckenkante, die hintere ebenfalls. Jetzt müssen wir eigentlich die Kamera noch ein kleines Stück nach vorne rücken, damit eben diese Kanten hier noch verschwinden. Und so ist es jetzt eigentlich okay. Jetzt sieht man gerade noch ein klein wenig die obere Kante hinten und die vordere Kante ein klein wenig herunter. Als nächstes stelle ich scharf mit dem Live-View-Modus. Zoome hier auf 10-fache Vergrößerung und stelle eben hier exakt auf die Schraube scharf. So, dann wäre jetzt im Prinzip mal die Kamera eingerichtet. Von den Kameraeinstellungen her habe ich jetzt hier eine 125stel verwendet bei Blenden 13 und die Lichtempfindlichkeit ist bei ISO 400. Im Prinzip die Verschlusszeit von der Kamera, die ist im Prinzip unrelevant, weil eben die schnellen Bewegungen ohnehin mit dem Blitz eingefroren werden. Wichtig ist eben jetzt nur, dass ein Bild ohne Blitz komplett schwarz wird. Jetzt gebe ich hier mal den Sender weg und mache ein Bild. Und dieses muss jetzt hier komplett schwarz werden. Wenn jetzt hier irgendwo ein bisschen Zeichnung drin wäre, dann wäre eben die Belichtungszeit zu lange. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine halbe Sekunde Belichtungszeit einstelle, dann würde man halt hier schon etwas sehen und das darf natürlich nicht sein. Dann müsste man eben den Raum weiter abdunkeln bzw. die Verschlusszeit entsprechend kürzer wählen. So, ich habe jetzt hier oben mal die Tropfflüssigkeit eingefüllt und zwar ist das jetzt Wasser mit etwas Gurkenmehl und ich drehe jetzt hier mal hier auf, damit eben auch mal die ganze Luft hier rauskommt. So mit einer Hand und dann tröpfelt es hier auch schon oben raus. Wichtig ist jetzt, dass wirklich erstmal die ganze Luft aus dem Schlauch rausgeht. Die ganzen Teile, die findet ihr übrigens in einer Einkaufsliste von mir, die ich in der Videobeschreibung direkt darunter verlinken werde. So, ich drehe jetzt hier mal auf, bis das der erste Tropfen kommt.
So, und dann sollte das nicht mal zu viel wackeln. Und dann rücken wir mal hier einfach die Schraube. Oder besser gesagt den Tisch. So, und dann noch die Schraube, das ist exakt hier. Ja, das pendelt immer noch ein bisschen. Okay. Dann drehe ich jetzt hier nochmal zu und richte die Kamera nochmal kurz aus. Ach ja, die Wassertiefe, die sollte ungefähr zwischen 1,5 und 2,5 cm liegen. Also ich habe jetzt hier genau 22 mm. Die Leistung der Blitze ist natürlich auch wichtig. Und zwar ist es wichtig, dass man diese drosselt auf eine 128. bis maximal eine 32. Leistung, so wie eben jetzt hier. Wenn ich jetzt hier praktisch runterstelle, auf eine 64. so, und bis maximal eine 32. kann man die einstellen, damit eben die Abbrennzeit noch kurz genug ist. Ansonsten einfach in den manuellen Modus stellen und sonst braucht man da gar nichts einstellen. Die Brennweite am besten bei 24 mm belassen. Mehr braucht man da auch nicht einstellen. So, als nächstes versuche ich jetzt mit diesem Dosierer hier die Tropfgeschwindigkeit so hoch einzustellen, dass das Wasser gerade noch nicht durchgehend läuft, sondern gerade noch einzelne Wassertropfen sind. Das sind ungefähr so 10 Tropfen in einer Sekunde. Und wenn man das ungefähr eingestellt hat, dann sollte man theoretisch einen Tat schaffen, also einen Tropfen auf Tropfen. Ich blende euch jetzt dazu zuerst einmal noch ein kurzes Video ein, damit ihr eben auch seht, wie so ein Tropfen entsteht. Und weil dann könnt ihr eben dann später auch, wenn ihr das Bild auf dem Kameradisplay seht, besser beurteilen, ob ihr jetzt die Kamera etwas zu früh ausgelöst hat oder eher zu spät ausgelöst hat. Weil wenn man jetzt nicht genau weiß, wie praktisch diese Wasserskulpturen entstehen, dann tut man sich da halt gerade am Anfang sehr schwer. So, ich drehe jetzt hier mal auf. So ist es jetzt gerade etwas zu viel. Das ist jetzt ein bisschen weniger. So, das ist ein bisschen so ungefähr. Jetzt wäre es eigentlich ideal. Damit sich jetzt hier die Wasseroberfläche beruhigen kann, gebe ich jetzt hier einen Becher drunter, damit es eben nicht immer ins Wasser tropft. Und in die andere Hand nehme ich den Kabelauslöser von der Kamera. Und wenn ich jetzt wegziehe, dann muss ich halt genau, wenn der erste Tropfen auf die Wasseroberfläche eingeschlagen hat, so ungefähr die Kamera auslösen. Das ist halt jetzt ziemlich viel Probiererei, bis es mal funktionieren wird wahrscheinlich. Das war jetzt, glaube ich, schon zu spät. Schauen wir mal. Ja. Wenn man gut ist, dann schafft man vielleicht zu alle 20, 30 Fotos einen Treffer. Okay, da waren jetzt zwei nebeneinander, da habe ich jetzt, glaube ich, hier gepatzt. Jetzt wird es auch schon wieder ein bisschen zu wenig, glaube ich, was das tropft. Na, probieren wir es nochmal. Die Düse sollte natürlich auch möglichst schön senkrecht nach unten schauen. So, ein bisschen was habe ich noch oben drinnen. Probieren wir nochmal. Als nächstes werden wir ein bisschen Farbe in die Fotos bringen. Dazu habe ich jetzt hier einfach mal auf den Blitz eine blaue und eine gelbe Farbfolie draufgegeben, damit man jetzt mit nur einem einzigen Blitz praktisch die zwei Farben erhält, habe ich eben hier einfach auf einen Blitz die beiden hier mit einem Klebestreifen draufgeklebt.
Ja, das waren im Grunde so die wichtigsten Sachen für die Wassertropfenfotografie, wenn man kein Steuergerät zur Verfügung hat. Ihr habt gesehen, wie schnell das ungefähr geht mit den 10 Tropfen in der Sekunde und mit dem Becher, mit dem Wegziehen und so weiter. Das ganze Setup, der Aufbau, wo steht der Blitz, welche Einstellung hat man hier, wo steht die Kamera, wie richte ich diese aus? Und recht viel mehr gibt es dann eigentlich auch nicht fürs Erste so. Wenn ihr jetzt noch einen zweiten Blitz habt, dann könnt ihr diesen entweder hinten noch hinstellen und dann eben auch noch mit mehr Farben beleuchten. Eventuell auch von oben nach unten einen Farbverlauf machen zum Beispiel. Oder eben das ganze Wasserbecken etwas hochstellen. Und dann kann man eben auch noch genau an der Stelle, wo der Tropfen reinfällt, eben da auch noch von unten raufblitzen. Vorausgesetzt natürlich, man hat sich ein Wasserbecken gebaut, wo der Boden lichtdurchlässig ist. Zusätzlich könnte man jetzt noch die Tropfflüssigkeit einfärben oder eben auch etwas Milch dazugeben. Das kommt auch immer recht gut, weil Milch das Licht sehr gut absorbiert. Und ja, dann war es das im Prinzip auch so. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, postet es unten in der Videobeschreibung dazu. Klickt auf den Link von der Einkaufsliste, da findet ihr noch jede Menge neue und interessante Sachen für die Wassertropfenfotografie. Auch auf mein Buch möchte ich hinweisen, das kommt ungefähr Ende April in den Handel. Das Buch heißt Die Highspeed-Fotografie, ist jetzt dann die zweite Auflage, die jetzt hier rauskommt. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, ciao.